Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal Taro 55 zu einem weiteren Mod Review. Und zwar stelle ich euch heute den Piston Bully 600 LTD W vor, Limited Edition. Und zwar, es ist eine Limited Edition von einem Piston Bully, die berühmte Limited Edition. Und der Modder ist, warte mal kurz nachschauen, Rocky Milk. Ja. Kostet im Shop 430.000 Euro. So. The Famous Limited Edition of Piston Bully 600W. Ja. Ist ja das gleiche. Wayblade Comfort, ja, ist eigentlich das gleiche, ja. Und zwar, ich glaube, er hat jetzt nur das Aussehen geändert. Sonst nichts, also wir steigen mal ein. Also, Motor läuft schon mal sehr gut, ja. Okay. Machen wir zuerst einmal die Lichtfunktion. Also mit F oder mit L könnt ihr das Abblendlicht, Fernlicht einschalten. Numpad 4 ist das Eierlicht, Numpad 5 ist das hintere Licht und Numpad 6 ist der Suchscheinwerfer. Und ja, Schild müsste eigentlich ganz genau gleich funktionieren. Funktioniert. Zack, 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 zack. Ja. Ganz normal. Ja. Wenn man das Schild mal hier ein bisschen gerade drehen würde. Ja, so. Also, fahren tut er gut. Fläche kann man auch senken. Funktioniert alles einwandfrei. Ja. Jo. Kann man perfekt fahren. Und was ich gerade noch vergessen habe, dass man die Winde auch testet. Man muss schnell hier einen Windenanker platzieren. Objekt Mode, Default, Objekt, Ski Resorts, Winch Enter 1, Select. Und dann platziere ich den einfach hier hin. Hier so hin. Dann können wir testen, ob das funktioniert. Okay. Play. So. Rückwärts fahren. So. Blinklicht, ja, funktioniert auch alles. Schalten wir alles aus wieder. So. Also vielleicht ein bisschen, das war vielleicht ein bisschen zu nah. So, man nehme diesen Haken hier und hänge diesen Haken ein. Man kann den auch so wieder. Man kann, wenn man das so macht, hat man es jetzt verpackt. Dann funktioniert noch wieder. So, also hängen wir hier ein. Mhm. Ah ja, hier. Also die Textur ist noch nicht so schön. Aber sie ist schon mal gut. Also wenn man jetzt zurückfährt. Spannen, funktioniert. Windenseil kann man auch entspannen lassen, hier so. Dann liegt es auf dem Boden, wenn man spannt wieder. Ja, eigentlich funktioniert alles perfekt. Und ja. Man muss noch ein bisschen nah heranfahren. Dann kann man es wieder runternehmen. Und man kann Schneeknollen auch einhängen, falls noch einer fragt. Ja, ich bekomme es jetzt hier nicht mehr runter. Ist auch egal.
aber ich hätte gesagt, also mit den Schneekanonen habe ich schon getestet. Ich hätte gesagt, bis zum nächsten Mod Review und ciao Leute und bye.